Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Tales of Zestiria. Zestiria, wie auch immer. Wahrscheinlich spreche ich den Namen wieder 170 Parts lang, glaube ich bei Exilia, falsch aus, aber ist vollkommen egal. Und ja, da finde ich irgendwie witzig. Normalerweise müsste ja eigentlich das Intro kommen, aber genau wie bei Exilia, wenn man noch nicht so weit genug ist, dann ja, wird das noch nicht abgespielt. Und jetzt kommt deswegen immer wieder der Titelbildschirm. Jedenfalls ein Spiel für die PS3 und PS4. Ich glaube auch bald für den PC. Ich spiele die PS3-Version. Ein Spiel von Bandai Namco. Von mir als Welt für euch. So. Okay. Ja, jetzt schon das dritte Mal. Ich gehe mal auf neues Spiel. Herunterladbare Inhalte brauche ich jetzt noch nicht, würde ich sagen. Wir gehen erstmal auf neues Spiel. Ich habe zwar hier die Collector's Edition und schon einige Sachen, wo, weiß ich nicht. Ich glaube, eine zusätzliche Story ist noch dabei. Und ich weiß nicht, wann man die vielleicht installieren sollte, wann man die machen sollte. Ob man die jetzt nach dem Durchspielen oder irgendwann so in der Story machen sollte, keine Ahnung. So, wir nehmen schwer. Für Spieler, die eine Herausforderung im Kampf suchen, hier gewinnst du weniger Erfahrung, dafür aber mehr. Was? Der fallen gelassenen Gegenstand ist etwas höher. Okay. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Man hat gesehen, dass ich auf Japanisch das Audio einstelle. Weil warum zum Teufel nicht? Das Sound müsste eigentlich okay sein. Wenn nicht, dann tue ich das natürlich noch umändern in dem nächsten Part. Also entschuldigt, wenn ihr jetzt noch etwas. Vielleicht der Sound zu leise ist oder ich bin zu laut oder keine Ahnung. So. Gib mir ein Feld mit R2 an, welches Menü geöffnet werden soll. Ah, okay. Ja, Untertitel natürlich, war japanisch. Ist klar. Das ist natürlich nicht das erste Tales of Spiel, das ich spiele, deswegen tue ich auf schwer spielen. Ich habe von allen PS3-Spielen, die rausgekommen sind, bis auf Vesperia, was ja nur in Japan rausgekommen ist, alle Let's Played, alle so auf schwer mäßig, obwohl Tales of Symphonia, was ich auch zum ersten Mal gespielt hatte, habe ich auf normal gelassen, weil das war schon da schwer genug, fand ich. Vielleicht werde ich hier auch noch irgendwo hier, weil nicht hier oben über dem Optionsmenü, ich habe jetzt wie ein Blöder hier so auf dem Bildschirm gezeigt, das habt ihr natürlich gesehen. Und ja, vielleicht verlinke ich da noch hier die Projekte irgendwie, falls jemand daran interessiert ist. Ich habe bis auf Graces F hier das Spiel zum ersten Mal gespielt, also Xillia 1, 2, Symphonia 1, Symphonia 2 habe ich noch nicht. Let's Play werde ich wahrscheinlich auch nicht. Weil das hat mir nicht so einen Spaß gemacht. Das Spiel ist blind. Ich habe deswegen keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe auch trailermäßig nichts irgendwie mich informiert. Ich weiß ausnahmsweise mal nicht, wie die ganzen Hauptcharaktere heißen, was ich sonst immer weiß in neuen Tales of Spielen, die Spiele. Also ja. Würde mich freuen, wenn ich hier nicht vollgespoilert werde und mir nicht verraten wird, der könnte wichtig sein oder irgendwie Backseat Gaming, so heißt das doch, glaube ich, oder? Hier abläuft. Also ich will jetzt nicht hören, ja, mach früh genug das und das, weil das wird dann später noch nützlich oder so. Ich würde mich jetzt nicht als allzu schlechten Gamer hier bezeichnen, deswegen werde ich, okay, ich werde auch viele Sachen wahrscheinlich vermasseln und übersehen, aber ich bin eigentlich ein sehr gründlicher Gamer. Ich gehe, weiß ich nicht, bevor ich dir die Story weitermache, noch irgendwie jedes Grashalm irgendwie noch umdrehen und gucken, ob ich irgendwie eine Nebenquest machen kann und so. Und ja, das wird dann wahrscheinlich wieder bedeuten, dass das Spiel ungefähr so 150 Parts oder so lang sein wird. Und wir haben jetzt 5 Minuten und das Spiel hat immer noch nicht begonnen, ne? Ich würde sagen, das ändern wir mal jetzt. Und habe ich jetzt alles überhaupt jetzt genau? Ich tue jetzt hier. Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig. Untertitel, Kamera, automatische Einstellung, keine Ahnung. Die Sprache kann man anscheinend hier noch nicht ändern. Die kann man also nur ändern, wenn. Ja, okay, Kampfsteuerung muss ich jetzt nicht gucken. Die kann man jetzt wahrscheinlich nur immer beim Starten des Spiels ändern. Aber Japanisch freue ich mich auf jeden Fall. Mir tut zwar natürlich leid, dass die ganze Arbeit jetzt der englischen Synchronsprecher jetzt über Bord geworfen wird, aber ich will trotzdem die japanische Synchro haben, okay? Lasst mich. So, fangen wir an. Ich hoffe, jetzt kommt nicht das Intro, weil das muss ich dann stumm schalten. War ja schon so ein
Thema in Zelle 1 und 2. Aber na gut. Ich freue mich so sehr. Ich will ein neues Tales aufs Spiel. Plauderei, Navigation, Sorry, Kartenaktion, okay. So heißt, glaube ich, der Hauptcharakter, also der Typ gerade. Figur bewegen, bla 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 bla, okay. Bin schon direkt ins Ereignis hier reingeballert. Danger Junior, so viel zum Knuddel. Mini Ludger, Mini Lloyd. Das sind wahrscheinlich wieder so Bonus-Sachen, die ich bekomme, weil ich die vorherigen Teile gespielt habe. Sehr gut. Was ist denn Kartenaktion? Ach so. Uff. Drücke 3, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort kannst du die KP, rote Anzeige und die ursprüngliche SK, blaue Anzeige einer Figur prüfen. Unter anderem entscheiden, welchen Figur zusammen du kämpfen willst. Du kannst mit dem Bildschirm starten, um die Hilfe dieses Bildschirms anzeigen zu lassen. Oh, ich finde das so gut, dass jetzt, also, das Leben KP heißt, weil ich sag automatisch immer KP. Und ja, das heißt, dass das in manchen Spielen TP und was weiß ich alles heißt. Schon 7 Minuten am Spielen? Kann doch gar nicht. Okay. Kampfaktion. Markiere eine Kampfaktion im Menü mit den Kursor. Um die weisen darauf hin, dass die Kampfaktion automatisch aus. Okay, ja. Ah, oh cool. Wir haben wieder sowas. So wie in Xillia 2. Ich habe jetzt. Okay. Automatische Abwehr. Die gesteuerte Figur wird automatisch bis zu 5-mal abwehren, wenn sie hatten. Was soll das denn bedeuten? Wenn möglich, tritt die gesteuerte Figur automatisch bis 5-mal nach hinten, wenn sie kann, oder was? Wie kann ich da weiter? Achso. Wäre 1 Sekunde oder länger ab, um das Wirkungspotenzial deines nächsten Angriffs zu verdoppeln. Dann nehmen wir das rein und dann irgendwas hiervon. Automatische Abwehr, ja. So, was haben wir denn hier? Gehen wir mal alles so einzeln durch. Ich kann mich nicht angucken. Stil, junger Mann, Entdeckerbuch, Buch der Monster. Wir haben schon mal die ganzen wichtigen Sachen hier. Ja, Arzt, haben wir noch keine. Wir können 5 haben, geil. So ein Kriegsarzt. Das ist so was würden wie in Tales of Graces F. Hat die Arzt... Sind das die normalen Angriffe mit Kreis? Okay.
Boah, ich kriege ja so Flashbacks von Tales of Graces F. Du kannst eine Ausrüstung. Ja, Ausrüstung muss ich jetzt nicht wirklich ein Dings haben. Okay, können wir Fertigkeiten lernen mit Ausrüstung. Ich hätte vielleicht lesen sollen. Im Fertigkeitsblatt werden hauptsächlich zwei wesentliche Fertigkeitstypen aufgeführt. Die Grundfähigkeit, die in den Fertigkeitsfeldern in der Ausrüstung stehen, und Bonusfertigkeiten, die durch bestimmte Anordnung von Grundfertigkeiten aktiviert werden. Es gibt drei Methoden, die Bonusfertigkeiten zu aktivieren. Kumulation: Erstelle durch das Ausrüsten mehrerer Kopien der gleichen Grundfähigkeit. Die Anzahl gibt an, wie viele dieser Fertigkeiten ausgerüstet sind. Rüste zwei oder mehr aus, um eine Bonusfertigkeit zu erhalten. Element belöscht durch, also erstellt durch das Ausrüsten von Fertigkeiten, die rechts oder links miteinander grenzen, Reihe 2 oder mehr auf, um eine Bonusfähigkeit zu aktivieren. Fertigkeitsbündel erstellt durch das Ausrüsten einer vertikalen Spalte von Fertigkeiten in einer Gruppe, Reihe alle 5 Fertigkeiten einer Gruppe auf, um die Bonusfertigkeit zu aktivieren. Es ist völlig in Ordnung, Ausrüstung nicht nach Parametern, sondern aufgrund von Kombinationen verschiedener Fertigkeiten auswählen. Ich kann so überraschend effektive Interaktionen entdecken. Nimm etwas her, die verschiedenen. Okay. Ah, es sind da wieder weniger. Defense, Verteidigung plus 4. Und erneut, erinnert mich an Dingens. Tales of Graces F. Was gut ist, Tales of Graces F mag ich. So. Hier sehen wir die Dinger, die da drinnen sind, ne? Hier mir vielleicht anhören sollen. Ich habe einfach blöd weggedrückt. Fokus plus 4%. Ich habe sowieso noch nichts anderes, also kann ich noch nichts machen. Also lassen wir das erstmal. Unterstützungsliste, was ist das? Bereite Snacks zu, um KP wiederherzustellen, während du unterwegs bist. Jede Figur hat ihre eigene Technik und Spezialitäten. Bei höheren Level ist die Anzahl der Objekte und Zubereitungsgeschwindigkeit höher. Oh. Die Figur bereitet für die Gruppe regelmäßig Snacks zu. Die Snacks haben folgende Merkmale: können nicht im Kampf genutzt werden. Snacks generieren KP aller Verbündeter. Extra Fähigkeit nur beim Kampf. SK, das ist doch auch. Aktionssuche. Wenn du in der Nähe von Fundstätten wichtige Punkte. Kampftechniken kann man so lernen, okay. Lass mal das erstmal so erkundungsmäßig. Hier wird kein Links angezeigt. So, Mode. Haarschnitt, junger Mann. Stil, junger Mann. Hier sind die ganzen Dinger wieder. Sehr schön. Okay. Strategie, ja. Ja, ich steuere ihn ja, also brauche ich das nicht. Bibliothek. Ja, das gucken wir uns irgendwann mal an, wenn ich da was habe. So, hier ist wieder Dingens, ne? Kann ich nicht ändern. So, dann machen wir mal Zeugs. So, 10 Minuten haben wir noch. Ich versuche die Parts ungefähr 25 Minuten wieder zu machen. Ungefähr. So, mit Kreis laufe ich. Was? Ich kann angreifen, warte mal. Ich sollte ja kaputt hauen. Blö. Kann ich das da kaputt hauen? Bams. Okay, dann weiter. Wir sind sorry. Sorry oder sorry. Wäre irgendwie lustig, wenn er so ausgesprochen wird. Kann ich hier hoch? Nö. Und wir sind hier oben hoch in der Luft. Und machen keine Ahnung. Aber da ist irgendwas. Da muss ich hin. Okay, da auf der Karte ist ein Stern. Also nehme ich mal an, da muss ich hin. Aber halt, stopp, erstmal gehen wir überall anders hin. Natürlich. Uff. Bei denen sein Design erinnert mich irgendwie an mich. Braune Haare, grüne Augen. Finde ich sehr schön. Kann ich mich gut identifizieren. Voll irgendwie verblödet, ey. Das sieht genauso aus wie ich. Bleh. So, prüfen. Ja.
やっぱりアスガード時代以前には同志は身近にいたんだよ。相談するのは早計じゃないか。何よりまだこの遺跡がアスガード以前のものか確証はないんだ。模造かもしれない。この規模の遺跡で洋式まで乗っ取った模造建築なんてしないんじゃないか。 Okay, ich komm schon. Kann ich nicht noch ein Selfie mit mir machen oder so? Okay, ich komm schon. Mikleo. Ja, Mikleo. Level 5, Level 5, okay. Ich könnte zwar nachgucken, was er macht und was seine Aufgabe ist, aber lass mal das machen. Okay, Spiel fängt gerade an. Er fällt erstmal hin, fliegt irgendwo runter. Unsere Helden. Sein Stab sein, okay. Tossaro Handan Dattakedo. Umaku Itaro. Kore de Kashkari Nasta. Koreo. Chikani Miseki Gotta. Ochitamoni Kansadama. Mattak. Soriori. Modoru Hoho Mitskenaito. Okay. Sprechen, du lässt mit mir? Ich hatte keine Ahnung, dass die Ruinen so tief sind. Achso, ist wahrscheinlich ein Skit, ne? Oder auch nicht. Wir sollten uns die Ermittlung für ein anderes Mal aufheben. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Okay, folgst du mir? Geil. Haha. Sehr schön. Weißt du, wenn ich wechsle, kann ich irgendwie... Kampffigur, nee, kann ich nicht so wechseln, dass ich ihn steuern will? Gucken wir mal. Wasserstoß, Wendepunkt, Reißner, Strom. Ach, da sind wieder normale. Und erhöht vorübergehend seine Art. Warte, ach, Heiler. Magie, okay. So, Einsätze. Ich habe so das Gefühl, ich muss einige Attacken oft einsetzen, um neue Sachen zu lernen, wie in Tales of Graces. Das hat ja Spaß gemacht, so am Ende. Und ich habe es trotzdem gemacht. Okay. Ey, kann ich dich aufschlitzen? Okay. Und das ist, weil da hat ein Stab. Ich habe ja auch diese kleinen Chibi-Figuren, die in der Collector's Edition, Edition drin waren. Und ich dachte, die ganze Zeit wäre eine Lanze. So, nehmen wir das mal. Salbei. Okay, um 10, geil. Achso, das ist ein Ding, das ist genau ein starkes Upgrade zum Permanent, die ich nie einsetze. So, Spielspeicher. Wenn du den aktuellen Spielvortrag speichern willst, stelle dich in einen Speicherpunkt und drücke X. Okay. Ich hoffe, mir wird angezeigt, was ich kaputt machen kann oder nicht, weil sonst wird das hier sehr frustrierend, weil ich hier alles anschlitzen werde. Nee. Ja, ich habe Inia als Figur. Inia. Die kleine Blonde und die. Ich glaube, die andere Lanzenkämpferin. Also nur Lanzenkämpferin. Er hat ja einen Stab. Anscheinend. So. Ruinenformer Bingo.
Kann ich jetzt Select drücken oder so, wie ein Test Braces F? Gucken wir uns mal hier so schnell um. Ich hoffe jetzt natürlich, kommt nicht irgendwas sehr, sehr, sehr Großes. Sonst hätte ich eigentlich hier einen Schnitt machen sollen. Ja, wahrscheinlich kommen jetzt... Okay, das sieht nach einer Dungeon aus. Einen Kampf können wir ja noch gucken, ob wir einen finden. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Spring nicht darüber. Ja, sehr gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen zu ihr. Es ist ja schön und gut, den Helden zu spielen, aber du kannst niemanden retten, wenn du verletzt wirst oder Schlimmeres. Okay. Dann komme ich wieder zurück hier, ne? Ich werde dir alles absuchen, wahrscheinlich. So, lass mich raten. Hiermit kann ich ein Schwert was kaputt machen, ne? Indem du Viereck drückst, kannst du dein Schwert schwingen, auch wenn du gerade nicht kämpfst. Entferne damit Hindernisse, die ihren Weg versperren. Oh ja! Ja, sieht so aus. Feuer! Okay. Ich gehe mal lieber zurück und speichere und beende den Part hier. Weil die Cutscenes werden sich hier wahrscheinlich noch stapeln. So, weil ist hier noch so rot? Hier ist so ein roter Punkt. Bedeutet doch nichts Gutes, oder? Ja, schade, im ersten Part noch kein Kampf. Oh, geil. Wenn das Kampfsystem jetzt auch so wie in Tales of Graces F ist, ne? Auch keine Ahnung, wie das Kampfsystem aussieht. Dann lache ich. Ha! So, der Cyber ist wahrscheinlich noch nicht da. Nö, schade. Boink. Im Rundsaal. Ruin von Mabinogio. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier mal. Und hoffe, einige Leute freuen sich auf das Projekt und einige schauen noch weiter dieses Projekt an. Weiß ich nicht. Mal gucken. Da ist auch ein Spiel mit ihm. Kann ich auch kaputt machen? Nö. Putsch. Verdammt. Voll sinnlos. Ich werde, wie gesagt, die Part so 25 Minuten ungefähr machen. Vielleicht so bis 30 auch hin und wieder. Das Projekt wird jetzt Montag bis Freitags kommen. Vielleicht auch Samstag. Mal schauen. Und wird dann fürs erste Dragon Ball Xenoverse replacen. Ersetzen, meine Güte. Wieso fallen mir manchmal englische Worte und manchmal nicht die deutschen ein? Sehr komisch. Was bedeutet das? Ja. Gibt es noch irgendwas, was ich sagen will? Wie gesagt, das DLC. Wäre gut, wenn mir jemand erzählen könnte, so ab welches Level oder ab welchem Punkt der Story irgendwann ich das benutzen sollte, runterladen sollte, aktivieren sollte und überhaupt. Das wäre sehr nett, wenn mir irgendjemand sagen würde. Und ja, nimm mal kurz die Denkerpose an. Nehme ich auch gerade. Aber ich glaube, das war's dann jetzt einfach, ne? Falls mir noch was einfällt, werde ich halt im nächsten Part sagen. Ich hoffe, der Sound und so ist noch alles in Ordnung. Wenn nicht, dann wird das alles im zweiten Part optimiert. Und ja, dann hoffe ich, wie gesagt, einige freuen sich auf das Projekt und schauen es sich an. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.